Und das sind unsere Gewinne, Leute. Schaut euch an, wir haben Xbox-Controller, wir haben zwei Nintendo Switch, wir haben eine Xbox, wir haben Spiele, wir haben Call of Duty, wir haben Klamotten, wir haben DeinDesign-Handyhüllen, wir haben dreimal ein OnePlus-Handy zur Verlosung. Also Leute, absolut lecker, was ihr hier gewinnen könnt. Gönnt euch einfach mal bitte diesen Gewinnporn. Hallo Leute. Ja, ihr seht, wir sind jetzt in Krefeld angekommen bei ZTV und sind jetzt gerade dabei, hier alles aufzubauen. Ich habe mich gerade schon mal hier um DJ-Setup und so weiter gekümmert. Da fehlt mir noch ein Stecker, das läuft dann auf jeden Fall. Das Video ist jetzt quasi nur für euch, damit ihr seht, was ihr heute verpasst, wenn ihr nicht einschaltet. Das wird super schnell geschnitten und nicht krass bearbeitet sein. Aber wir möchten so ein bisschen den Entstehungsprozess und den Aufbau noch ein bisschen mitfilmen und nochmal ganz kurz zeigen, was wir eigentlich alles geplant haben. Also ihr seht auf jeden Fall, wir haben heute Live-Musik hier. Wir haben einen DJ aus dem Wohnhaus hier, der heute auflegt. Wir haben Pietro Lombardi, wir haben Wavy Boy hier, die hier ein bisschen Mucke machen werden. Ich schaff's leider tatsächlich nicht. Wir haben hier auf jeden Fall eine große Kiste an Holz. Die wir uns mal auf Holzreste und Dinge gegeben, die wir handwerklich verwurschen können. Wir haben zwei Platten hier, wir haben sehr viele Holzreste und es wird auf jeden Fall ein bisschen was gebastelt werden im Stream. Was da genau entsteht, keine Ahnung, ist auch nicht mein Problem. Da müssen sich dann die Leute drum kümmern. Gut, unter anderem auch ich, die quasi das ganze Segment dann irgendwie füllen. Wir bauen jetzt hier gerade mal ein bisschen um. Hier wird quasi so die Main Lounge Area sein. Hier sind die zwei Kabel, auf dem Splitscreen Mario Kart und so weiter und sofort gespielt werden wird. Hier seht ihr auf jeden Fall Bootshaus Spendencheck. Danke dafür an der Stelle. 500 Euro nehmen wir gerne mit. Ja, wir können euch ja nochmal ganz kurz rumführen, was wir eigentlich alles so geplant haben. Also wie gesagt, das hier wird quasi die Main Lounge Area werden. Hier vorne seht ihr schon mal Jordi Calussi. Die hat einen ganz tollen Nudelsalat mitgebracht und selber gemacht. Wie? Was? Oh, hast du den Nudelsalat nicht mitgenommen? Die macht keinen Nudelsalat. Oh, weil das stand eigentlich hier im Briefing drin. Dann bist du damit raus an der Stelle. Was jetzt quasi der Hauptraum nach vorne ist, diese Action-Ecke. Da wird, wie gesagt, gekocht, gesungen, musiziert, gehandwerkt und noch sehr viele andere Sachen. Wir haben ebenso, absoluter Spaß, wir haben auf jeden Fall ebenso eine Menge Platz noch hier vorne. Das kommt aber gleich nochmal in den anderen Raum rüber. Wir haben einen Küchenkicker hier. Wir haben einen prall gefüllten Kühlschrank von Red Bull mit Energy Drinks, damit wir uns auf jeden Fall hier über Wasser halten können. Wie gesagt, Red Bull an der Stelle großes Ehrenmann an euch, die das Ganze nämlich hier ermöglichen überhaupt, indem sie natürlich die komplette Location hier bezahlen. Wir haben sogar einen Tanz aufgemacht. Hier. Vielleicht wollen wir sogar ein Dance-Battle machen, ich weiß es nicht. Kann ich mir alles, ich muss nicht vorstellen. Wir haben eine Menge portable Kameras hier in dem ganzen Ding drin, die auf jeden Fall uns ermöglichen, all das einzufangen. Wir haben was ganz Wichtiges, auch eine Menge Gesellschaftsspiele hier. Sprich, Tabun und sowas sollte hier auch alles dabei, der Monopoly, Cluedo. All sowas ist auch am Start, Leute. Das wird natürlich auch ein bisschen lecker. Also ihr seht schon, es gibt eine Menge Dinge, die man hier machen kann. Looping Louis zum Beispiel auch. Mega schön. Und teile mal ganz kurz meinen absoluten Lieblingsteil dieses wunderschönen Studios. Denn, für die Leute, die es noch nicht gesehen haben, wir haben tatsächlich hier vorne einen riesigen Spielplatz, einen riesigen Raum, auf dem wir Airhockey zocken und wir können da spielen. Wir haben eine richtig nice Retro-Maschine hier von Red Bull am Start, mit der man extrem geile Sachen zocken kann. Da habe ich auf jeden Fall Bock, mit Freddy mich dann zu versuchen. Dann haben wir hier vorne einen Boxautomaten, den wir komplett zertrümmern können. Ich freue mich auf jeden Fall schon, wenn Sascha Unzefahrt und ich uns das Laufduell liefern und hier dieses Ding kaputt hauen. Dann haben wir vorne Motorräder. Da auf jeden Fall schauen und easy. Schauen wir mal, wie Easy sich als Motorradfahrer schlägt. Dann haben wir vorne noch ein wunderschönes Kriegsspiel. Schauen wir mal, ob Mickey hier vorkommt, weil er auch noch spontan war. Sein Ende im echten Leben genau ein Scheiß wie ein Vater, man weiß es nicht. Dann haben wir vorne noch einen wunderschönen Raucherbereich. Da wird sicherlich auch der eine oder andere drin sitzen und rauchen. Das wird natürlich nicht gestreamt. Also ihr seht, hier ist auf jeden Fall eine Menge möglich. Da vorne das Kino, ganz wichtig. Ich hatte ja schon bereits in dem ersten Video erzählt, dass wir überlegt hatten, hier eventuell Leute mit hinzubringen. Ich möchte das nochmal ganz kurz klarstellen. Für die Leute, die hier aus Umgebung und Krefeld kommen. Bitte kommt den Abend nicht vorbei. Es wäre wirklich extrem unnötig, weil wir tatsächlich darauf einfach nicht eingestellt sind. Wir haben das lange hin und her diskutiert im Team und haben gesagt, ey, es passt einfach nicht. Es wäre zu viel, wenn wir jetzt hier noch Leute sitzen haben. Vielleicht beim nächsten Mal, aber dieses Mal war es sehr, sehr kurzfristig alles und wir haben uns einfach dazu entschlossen, dass es besser für die allgemeine Sicherheit wäre, wenn wir dieses Mal das Ganze nur online übertragen. Also kommt nicht vorbei, die Tür ist eh zu, ihr braucht gar nicht erst die Klingel ist aus, ihr kommt hier auch nicht rein, also es bringt nichts, hier vorbeizukommen. So viel auf jeden Fall dazu. Ihr seht hier unten schon mal das erste Stream-Overlay, ihr seht hier unsere Sponsoren, wie gesagt, Nintendo, Xbox, OnePlus, die Gamescom, DeinDesign, Red Bull, das Bootshaus. Das sind riesige Namen, die uns hier unterstützen. Ich möchte, wie ich so oft in den letzten Tagen schon gemacht habe, nochmal ein riesiges Dankeschön dafür rauslassen. Leute, wir starten mit 15.500 Euro.
Euro in diesem Jahr in den Spendenstream. Und vielleicht schaffen wir die 100.000 Euro, das wäre ein absolutes Goal. Ich würde sagen, es gibt jetzt einfach noch ein paar Zwischensegmente von dem Ganzen, wie wir hier aufbauen, wie das dann im Endeffekt aussieht. Zeigen wir euch dann nochmal alles. Ja, Thomas, du kannst jetzt schon mal ranmachen, diesen Haufen, den ich gerade gelabert habe, zusammenzuschneiden. Also Leute, ganz wichtig natürlich ist bei so einem Event, dass es auch irgendwie die Möglichkeit gibt, sich mal hinzulegen, das bauen wir gerade ein bisschen. Ganz spontan, weil wir gesagt haben, ey, Hotel und alles ist zwar ganz nett, geht aber alles von der Spendensumme runter. Deshalb haben wir jetzt hier kleine Schlafliegen eingeplant und nochmal zwei der Segmente, wo man sich theoretisch hinlegen könnte. Was auf jeden Fall ganz wichtig ist, weil wie gesagt, wir haben ja einige Gäste dabei, wie den kleinen Mo, der natürlich seine Schlafzeit immer regelmäßig braucht, ne? Genau, ja, kannst weiter schneiden jetzt. Ey. So Leute, wir haben es jetzt geschafft. Jeder kann jetzt gleich Minecraft auf der 1.14 hier spielen. Wir haben ein kleines, aber feines Minecraft-Projekt quasi für den Stream geplant, welches, glaube ich, ganz amüsant werden wird, denn wir haben sehr viele Minecraft-OGs dabei, die definitiv hier Bock haben, uns ein bisschen Minecraft zu rocken. Und ich habe vor lange nicht mehr gespielt tatsächlich. Stunde Zeit haben wir ungefähr noch. Thomas ist auf jeden Fall die ganze Zeit schon am Hasseln und versucht das hier gerade zeitgleich quasi mit diesem ganzen Kram zu schneiden. Jetzt habe ich 10-mal Minecraft installiert und eingerichtet, Alter. Jetzt müssen noch diese Kühlschränke befüllt werden mit lecker Energy, ganz wichtig, ne? Sonst schlafen wir ein. Und dann kann es quasi schon losgehen. 3, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Erstmal ein richtig fettes Dankeschön, dass ihr eingeschaltet habt. Das war echt ein Pain in the ass, dass ihr alles vorzubereiten und alles irgendwie rechtzeitig hinzukommen. Aber wir haben es geschafft und wir sind mega, mega froh, dass ihr alle am Start seid.